Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Münchner Oberbürgermeister und ich haben darüber beraten, wie es mit dem bedeutendsten und wichtigsten Fest der Welt in diesem Jahr weitergeht. Zunächst einmal möchte ich dem Oberbürgermeister der Stadt München persönlich ein Dankeschön sagen. Wir hatten in den letzten Wochen, sogar mitten im Wahlkampf, kann man sagen, ganz ungewöhnlich war das, aber jeden Tag miteinander Kontakt und möchte mich auch nochmal persönlich bedanken, dass wir diese schwere Zeit bislang für Bayern gut gemeistert haben. Auch für München lag auch an seiner hervorragenden Arbeit, an der engen Abstimmung, an dem tiefen Verständnis, aber auch der Verwaltungsprofessionalität der Landeshauptstadt, denn am Anfang war München sehr stark betroffen und es hat, ob das im Klinikmanagement gegangen ist, ob das bei allen anderen Fragen ist, war ein sehr, sehr gutes Miteinander. Dafür auch nochmal mein persönliches und aufrichtiges Dankeschön. Jetzt sind wir heute wieder zusammengekommen, um über etwas Schwieriges zu reden. Wir beide sind, glaube ich, das kann man sagen, der Münchner Oberbürgermeister per se, die größten Fans des Oktoberfestes. Es ist das größte und schönste Fest der Welt. Wir beide sind am Anfang davon betroffen. Er würde anzapfen, ich bekomme den ersten Schluck. Insofern hätten wir normalerweise ein großes Interesse, dass dieses Fest stattfindet. Aber wir leben in anderen Zeiten. Und auch mit Corona zu leben, heißt vorsichtig zu leben. Solange es keinen Impfstoff gibt, solange es kein Medikament gibt, muss besonders aufgepasst werden. Wir haben erlebt, dass der Après-Ski in Ischgl, verschiedene Starkbierfeste beispielsweise oder auch Karnevalsveranstaltungen leider Virendrehscheiben waren. Insofern gilt bei Festen größte Sensibilität. Wir haben auf nationaler Ebene entschieden, bis zum 31.08. keine Großveranstaltung zu machen. Insofern haben wir jetzt beraten, was ist dann für die Veranstaltungszeit danach. Wir sind uns übereingekommen, dass das Risiko schlicht und einfach zu hoch ist. Man kann weder Abstand halten noch mit Mundschutz arbeiten auf der Wiesn. Es geht nicht. Wir haben immer Gäste aus der ganzen Welt. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nach Bayern hinein uns erneut die Herausforderung Corona. Dies würde übrigens den Ruf der Wiesn und den Ruf des Oktoberfestes, den Ruf Münchens und Bayerns dann auf lange Zeit prägen und schädigen. Und wir sind uns auch einig, dass irgendwelche Kleinfeste, Halbalternativen und nur für bestimmte, dass das alles nichts bringt. Die Wiesn ist richtig oder gar nicht, gescheit oder gar nicht, sodass man dann im nächsten Jahr viel besser dann starten könnte, wenn die Welt hoffentlich mit Impfstoff versehen ist und wir besonders freudig einladen könnten nach Bayern. Deswegen haben wir uns gemeinsam entschieden. Die Stadt München entscheidet es ja. Wir haben uns aber abgesprochen, dass das Oktoberfest nicht stattfinden wird in diesem Jahr. Und ich sage auch ausdrücklich, das gilt dann auch für ähnliche Feste, die im selben Zeitraum dann stattfinden für Bayern. Da glauben wir auch, es wäre unverantwortlich, das dort zu machen. Man kann nicht auf der Wiesn ein Bierzelt nicht machen, aber woanders. Es tut uns weh, es ist unglaublich schade. Aber wie so vieles in diesem Jahr, es ist kein normales Jahr, das kann man wirklich sagen. Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr leider ohne die Wiesn. Noch einmal danke für die Zusammenarbeit in dieser schmerzlichen Frage für unser Land. Aber wir wollen einfach auch da Bayern weiter beschützen. Ja, vielen Dank auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident. Also will gerne auch anfangs betonen, dass diese Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt München ausgezeichnet läuft. Und es ist auch in diesen Zeiten extrem wichtig, dass wir eben keine unterschiedlichen Haltungen nach außen geben, weil die Menschen ohnehin, die Geduld der Menschen ist gefordert mit all den Maßnahmen, die wir gezwungenerweise getroffen haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich mit dem Freistaat Bayern und mit dem Ministerpräsidenten abzustimmen. Das gelingt sehr, sehr gut. Und wir sind tatsächlich in sehr regelmäßigem Kontakt, auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Deswegen auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass wir diese schwere Zeit für uns alle, glaube ich, bisher jedenfalls sehr, sehr erfolgreich durchgestanden haben. Ja, es ist heute ein bisschen trauriger Tag für mich. Wie der Herr Ministerpräsident schon gesagt hat, da schlagen schon mehrere Herzen in meiner Brust, heute sagen zu müssen, das Oktoberfest 2020 wird nicht stattfinden können. Es geht um das Thema Gefühlslage. Also wie schon erwähnt, es ist eine der zentralen Amtshandlungen eines Münchner Oberbürgermeisters,
da anzuzapfen. Das ist aber nicht primär wichtig. Es ist aber für die Münchnerinnen und Münchner, für die Bayern insgesamt 70% der Besucherinnen und Besucher des Oktoberfests stammen aus Bayern. Das zentrale Fest und das Highlight des Jahres, jedenfalls für ganz viele Menschen, und das einfach nicht stattfinden zu lassen, ist schon eine bittere Pille, das muss ich ganz deutlich sagen. Es hat auch ökonomisch, in ohnehin ökonomisch schwierigen Zeiten für die Wirtschaft auch negative Auswirkungen aus München. Wir haben so Untersuchungen, dass so zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Umwegrentabilität in diesen 16 Tagen entsteht. Logischerweise für Hotels, für die Gastronomie außerhalb des Oktoberfestes, aber bis hin zum Taxifahrer. Alle werden natürlich schmerzlich das Oktoberfest auch in Geldbeutel vermissen. Aber auch da kann ich nur sagen, alles, was bisher an Unterstützungsmaßnahmen von Bund, vom Land und ein wenig auch von uns geleistet werden kann, ist alles, was wir tun können. Und wir tun, glaube ich, hier sehr viel, um dafür zu sorgen, dass wir, wenn hoffentlich irgendwann ein Impfstoff dazu führt, dass diese Krise beherrschbar ist und auch irgendwann mal vorbeigeht, die Wirtschaft in Bayern und damit auch in München und umgekehrt wieder florieren kann. Wir sind guter Dinge, dass wir da gut aufgestellt sind, aber es ist also, wie gesagt, ein emotional schwieriger Moment und es ist auch ein ökonomisch schwieriger Moment für unsere Stadt. Ich will nochmal allen Oktoberfest-Fans sagen, wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht, diese Entscheidung. Und wir haben sie aber jetzt getroffen, weil einfach ganz viel dafür spricht, das nicht noch ein, zwei Monate hinauszuzögern. Zum einen, glaube ich, macht es wenig Sinn, Hoffnung zu machen, wenn man sich sicher ist, dass sowas nicht stattfinden kann. Und ehrlich gesagt, ich habe vorher gesagt, 70% der Menschen kommen aus Bayern, 30% kommen aus dem Ausland. Das heißt, es sind ungefähr 2 Millionen ausländische Gäste, die uns im Oktoberfest besuchen. Und da fehlt uns beiden der Glaube, dass wir im Herbst schon sicherstellen können, dass bei 2 Millionen ausländischen Gästen wir sicher sein können, dass hier nicht eine weitere Welle der Corona-Epidemie ausgelöst wird. Und deswegen kann man, so schwer uns das fällt, tatsächlich heute nur resümieren. Wir sind uns einig, es kann Volksfeste und das Größte selbstverständlich ist das Oktoberfest, aber auch andere in dieser Zeit einfach nicht geben. Da bitte ich einfach um Verständnis allen Wiesn-Fans. Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr nachholen können, umso intensiver und umso freudiger. Aber heute kann man leider keine andere Entscheidung treffen. Vielen Dank. Die erste Frage richtet sich an den Oberbürgermeister von Cassian Stroh, Süddeutsche Zeitung. Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass die Stadt durch die Absage schadensersatzpflichtig wird, zum Beispiel gegenüber einem Schausteller oder Wirt? Und wie will die Stadt dieses Risiko juristisch vermindern? Also jetzt habe ich ja das Glück, nein, darf ich nicht sagen, ich bin jetzt kein Jurist, also kann ich das jetzt nur aus meiner Erfahrungsjuristentum von ein paar Jahren sagen. Also ich sehe kein Klagerisiko, denn es gibt keinen Rechtsanspruch auf Durchführung eines Festes. Wir haben auch noch keinerlei Verträge, weder im Stadtrat noch auf privatrechtlicher Natur geschlossen, sodass ich sicher davon ausgehe, dass uns kein Schadenersatzanspruch ins Haus steht. Vielleicht anschließend noch die Frage auch dazu juristisch, auch wenn Sie kein Jurist sind, Herr Reiter, wie wird das formale Prozedere jetzt aussehen, der Absage? Es gibt nichts abzusagen, weil das Oktoberfest nicht stattfinden wird. Es ist ja jetzt mal ein Entschluss, ein Beschluss des Münchner Stadtrates, in dem wir zum Beispiel festlegen, welche Beschicker auf die Wiesn gehen dürfen nach dem Auswahlverfahren. Diesen Beschluss wird es nicht geben, damit findet das Oktoberfest nicht statt. Eine Anschlussfrage, wenn ich eine Ergänzung noch treffen darf. Ist tatsächlich rechtlich so, die Stadt München muss einladen quasi dazu und die Genehmigung geben. Wenn die Stadt München das nicht macht, gibt es auch keinen Rechtsanspruch darauf. Trotzdem wissen wir natürlich, wie schwer es ist. Und wir wissen schon auch, Sie haben es zu Recht und sehr gut auch angesprochen, was da alles wirtschaftlich dran hängt. Also das sind nicht nur die großen Wiesnwirte, sondern es sind unglaublich viele Schausteller natürlich. Deswegen haben wir auch umfangreiche Kreditprogramme, gerade jetzt in Bayern für Schausteller. Aber auch für alle, die im Umfeld sind, werden Nothilfen sehr helfen. Oder beispielsweise für Betriebe von 8 bis 10 gibt es eine 100% Absicherung eines Kredits bis zu 100.000 Euro, den es nirgendwo sonst gibt in Deutschland. Und da sind sehr viele Schausteller, gerade in den kleinen Bereichen haben wir dabei, die über die LFA gehen, andere gehen über die KfW. Trotzdem wissen wir, wie schwer das ist. Und wir werden das auch noch entsprechend juristisch dann auch mal machen, weil es geht ja nicht nur um das Oktoberfest, wir haben noch einige andere Feste, die auch kurz um die Zeit sind, sei es Gillermoos oder andere, über die wir ja ähnlich entscheiden müssen. Denn es ist halt nun mal das Problem,
Ich hoffe und bin auch optimistisch, dass wir bis Pfingsten ein Signal für Veränderungen der Gastronomie setzen können. Ja. Das haben wir uns heute auch drüber unterhalten. Was kann man da noch an Schutzmaßnahmen machen? Nur eines ist klar. Du kannst vielleicht in einem Speiselokal versuchen, einen Abstand zu etablieren. Aber ein Bierzelt lebt davon, von der Nähe. Ein Bierzelt lebt davon, keinen Abstand zu halten. Ein Bierzelt lebt eben davon, dass auch etwas getrunken wird, wenn ich das sagen darf. Und ein Bierzelt lebt auch davon, dass gesungen wird. Ja. So. Das sind alles drei Faktoren, die eine stärkere Verbreitung, solange es keinen Impfstoff gibt, nahezu zwangsläufig macht. Also muss man das dann auch ein Stück weit juristisch absichern. Da werden wir in den nächsten Tagen noch darüber reden, wie wir das machen können, damit es auch für andere Bereiche gelten kann. Eine Nachfrage von Kassian Stroh nochmal. Findet das zentrale Landwirtschaftsfest statt? Ja, da bin ich jetzt dankbar für die Frage, weil ich gebeten worden bin, natürlich auch zu sagen, dass natürlich auch das zentrale Landwirtschaftsfest aus den gleichen Gründen, die wir jetzt gerade aufgeführt haben, nicht stattfinden kann. Das habe ich mit dem Bauernverband auch gestern schon bereits telefonisch besprochen, damit da keine große Überraschung eintritt. Es war aber keine große Überraschung für den Bauernverband, dass es auch natürlich, wenn das Oktoberfest nicht stattfindet, das zentrale Landwirtschaftsfest nicht geben kann.